Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Euro Talk Simulator, wie ich es auch nennen will, oder um es der Situation entsprechend eigentlich zu begrüßen. Ich weiß nicht, wie die Begrüßung vom Herrn Newstime geht, fällt mir gerade mal auf. Denn es geht um ein so brandaktuelles Thema, dass ich nicht mal die Zeit hatte, mein Euro Talk Simulator zu aktualisieren, um online zu spielen, sondern die alte Version für den Offline-Modus nutzen musste. Denn, ich will ja nicht lange um den heißen Brei herumreden, es geht um die Situation des, ich nenne es mal Rechtsstreits für Streamer, ausgelöst durch ein Schreiben der Landesmedienanstalt der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen gegen PietSmiet aufgrund ihres Streaming-Skandals. Und um das mal kurz zusammenzufassend darzustellen, also PietSmiet hat ein Video darüber gemacht oder eine Nachricht rausgehauen, in der besagt wurde, dass sie diese Nachricht halt von der Landesmedienanstalt bekommen haben, in der stand, dass ihr Kanal womöglich einer Zulassungspflicht nach Telemediengesetz benötigt, was zur Folge hätte, dass man halt eine Zulassung beantragen müsste, alle anderen Formalitäten eines Fernsehsenders im Endeffekt beachten müsse, Kosten zukommen und so weiter und so fort. Und das Ganze dann ausgeweitet auf die allgemeine Masse, sag ich mal. Der Streamer, dass es gesagt wurde, Streamer bedürfen ab sofort alle einer Rundfunkzulassung. Und ich sag mal, ich verstehe die Sorge, die kommt, wenn man so etwas hört, dass man sagt, wir brauchen eine Zulassung, oh Gott, jetzt können gar keine Streamer mehr streamen. Verstehe ich das Problem. Allerdings habe ich mich jetzt mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und versucht, es so hingehend zu deuten, weil es ist immer noch ein juristisches Thema und juristische Themen sind nicht so, du liest ein Gesetz und es gibt eine Definition dafür und eine Deutungsweise. Du hast eine Gesetzesauslegung und eine Gesetz und kannst dies halt auslegen und deswegen ist Jura nicht einfach. Ich habe mich halt versucht, durch diesen Gesetzesdschungel des Rundfunkstaatsvertrags bzw. der Telemediengesetze mich durchzuforsten und bin da halt auf mehrere Ergebnisse gestoßen, die das Ganze stark entdramatisieren. Denn das fand ich ziemlich negativ, sowohl von PietSmiet als auch zum Beispiel von Herrn Newstime oder der kompletten Twitter-Community, dass halt dieses Thema genommen wurde, extrem dramatisiert wurde und dann halt gesagt wurde, oh Gott, alle Streamer sind jetzt Kriminelle, es gibt Polizeiwagen, interessant, sind jetzt alles Kriminelle, niemand darf mehr streamen. So war der absolute Uso, wie ich ihn auf Twitter, in YouTube überall gesehen habe und auch zum Beispiel unter einer, ich sag mal normalerweise für mich professionellen Person wie Herrn Newstime gesehen habe, was ich halt ziemlich problematisch fand, da dort nur einfach, ich sag mal der Satz von Pete genommen wurde und so ausgelegt wurde, als ob es auf alle zutrifft, als ob es genauso dramatisch wäre, wie es klingt und ja. Und das ist es halt, wenn man sich das Ganze anguckt, nämlich nicht. Zunächst einmal, und das war wirklich der wichtigste Punkt für mich, die
Landesanstalten selbst sagen für Telemedien, also Telemedien sind quasi Fernsehinhalte im Internet, sagen, dass dieses Gesetz bzw. dass die Pflicht, eine Zulassung zu beantragen, erst gilt bei potenziellen mehr als 500 Zuschauern. So, jetzt kann man sagen, klar, jeder Mensch hat potenziell mehr als 500 Zuschauer, weil es könnte ja die ganze Welt auf Twitter zuschauen. Aber es ist wie, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache jetzt mal einen bisschen weitergreifenden, der vielleicht nicht so direkt ersichtlich ist, Vergleich. Sex vor dem Fenster. Du darfst dich nicht in einem Hochhaus vor dein Fenster stellen, wenn du irgendwie im dritten Stock wohnst und dort Sex haben, auch wenn es deine eigene Wohnung ist, weil du weißt oder du davon ausgehen müsstest, andere Leute könnten dich potenziell beobachten. So, das wäre, ich weiß nicht, ob es die Erregung des öffentlichen Ärgernisses ist, aber es ist auf jeden Fall, wäre dies nicht zulässig. Und wenn das aber im 50. Stock ist, ist das schon wieder was anderes. Und so sehe ich es bei Twitch bzw. Streamern auch. Und ich gehe mal davon ganz stark aus, dass das auch bei in der vorm Gericht auch so gehandhabt würde, dass ein Mensch, der im Durchschnitt, sag ich mal, wie bei mir, vielleicht auf 5 Zuschauer, vielleicht 10 Zuschauer kommt auf Twitch, dass das keine potenziellen mehr als 500 Zuschauer sind. Denn die technische Gegebenheit ist zwar da, aber in der Praxis wird dieser Wert eigentlich nicht erreicht. So. Und das bedeutet eigentlich schon mal, dass nicht alle Streamer zulassungspflichtig sind, sondern nur die kleine Gruppe wirklich der großen Streamer, die durchschnittlich mehr als 500 Zuschauer haben. Und das halte ich schon wirklich für eine sehr geringe Zahl, denn das ist halt wie, kennt man ja mit Abonnenten auf YouTube. Wenn du 200 Abonnenten auf YouTube hast, hast nicht jedes Video 200 Aufrufe. Dann hat jedes Video, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Aufrufe oder 30. Und so verhält es sich auch bei Twitch. Und das heißt, dass ich sag mal, erst Streamer mit, ich weiß nicht, was da praktische Werte sind, 3000, 5000 Followern vielleicht, fürchten müssten, nur bei dem reinen Zahlenwert, dass sie zulassungspflichtig werden. Und selbst bei diesen gibt es halt noch weitere Punkte, wo man es ausdiskutieren kann, die ich halt jetzt noch im weiteren Verlauf ja ansprechen wollte. Ich hatte es schon erwähnt, dass ich kein Richter, Anwalt, Dix mit Jura zu tun habe. Ich habe einfach so, okay, cool. Ich war mir gerade selbst nicht so sicher. Und das war halt wirklich mein größter Kritikpunkt, weil halt wirklich gesagt wurde, ja, jeder Streamer müsse rechtliche Konsequenzen fürchten, so etwa O-Ton, Herr Newstype. So. Und dann noch der zweite Punkt. In den Bedingungen für die Zulassungspflicht steht explizit drin, dass es sich bei Telemedien, dementsprechend auch den Livestreams, um einen journalistisch-redaktionellen Inhalt halten muss. Ich verlinke die Seiten, die auf denen ich da, die ganzen Informationen her habe, selbst nochmal in der Infobox, dass ihr das auch selbst alle nachlesen könnt, dass ich dann nicht sage, ich habe irgendwie einen Stuss gelabert. Steht halt drin, dass es sich um einen redaktionellen, journalistischen Inhalt halten muss. Und da kann man jetzt diskutieren, ist ein Livestream ein journalistisch,
redaktioneller Inhalt. Auf der Seite der Landesmedienanstalt für Landeszentrale für Medien und Kommunikation von Rheinland-Pfalz zum Beispiel steht so extra so ein Beispiel, dass wenn ein Bild gezeigt wird und dort nicht gesprochen wird, dies zum Beispiel kein Inhalt wäre. Klar, das ist ein Extrembeispiel. Aber auch alles, was, ich sag mal, Lifestyle-Streaming wäre, würde für mich nicht unter einen redaktionellen journalistischen Inhalt halten, weil wenn ich zum Beispiel Social Eating, diese neue Kategorie auf Twitch, streame, während ich esse oder während ich zeige, wie ich mich schminke, wie ich ein Bild erstelle, so komplett kreative Inhalte, dann ist das für mich nicht journalistisch-redaktionell. Journalistisch-redaktionell ist, wenn ich ein Thema habe, einen Inhalt habe und diesen, so wie dieses Video hier, und dieses kommentiere. Jetzt kann man sagen, ist ein Let's Play beziehungsweise ein Livestream von einem Spiel, ist das so ein Inhalt? Vom reinen Grundgedanken her, ja. Aber ich mache dies ja jetzt nicht, um zum Beispiel eine Review von einem Spiel zu machen oder um auf irgendwelche gesellschaftsbewegenden Inhalte dieses Spiels hinzuweisen, sondern um eine Unterhaltung zu machen, um einen kreativen Inhalt zu bieten, nicht um einen redaktionellen Inhalt zu erbringen. Auch der Inhalt, über den ich berichte, ist ja kreativ, ist ja Kunst, sage ich mal. Ein Spiel ist irgendwo Kunst halt noch. Und wenn ich etwas Kreatives über Kunst mache, ist das für mich nicht journalistisch schon gar nicht und redaktionell eher nicht. Und da müsste man halt wirklich diskutieren, und das würde hunderte gefühlte Gerichtsprozesse dauern, ob dieser Inhalt journalistisch redaktionell ist. Und bis das kommt, ist das, es ist ja so, dass in der Regel, das nennt sich ja eine Grauzone, wenn ein Gesetzesgegenstand nicht explizit verboten ist, aber auch nicht explizit erlaubt ist, haben wir eine Grauzone. Und diese wäre es bis dahin, und das heißt, bis dahin könnte man nicht verurteilt werden. So. Und da man sich heutzutage ja noch fragt, ob ein Stream of Kinox TO ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist, und das gilt jetzt seit, keine Ahnung, wie lange gibt es diese Frage, wird die Frage, ob ein Livestream ein redaktionell journalistischer Inhalt ist, mindestens genauso lange gehen. Und selbst da könnte man vermutlich sogar noch im Einzelfall gegen klagen und sagen, nein, mein Inhalt ist kreativ und nicht journalistisch redaktionell. Und das würde diese ganze Prozessordnung überaus kompliziert machen, sodass man, dass ich davon ausgehe, dass man nicht diese Livestreams als redaktionell journalistischen Inhalt einstuft, sondern nur dann, wenn wirklich explizit solcher Inhalt geboten wird und nicht bei, ich sag mal, Unterhaltungsfernsehen im Internet. So. Dann der nächste Punkt, der dort angesprochen wurde, beziehungsweise nicht der dort angesprochen wurde, die haben keine besondere Reihenfolge, ich habe sie mir selbst nur aufgeschrieben. Sporadische Sendungen oder Einzelsendungen werden extra ausgeschlossen, und diese bedürfen halt keiner Zulassungspflicht. Das heißt, wenn ich einen einzelnen Stream mache, ist das schon mal gar nicht zulassungspflichtig. Das heißt, wenn ich wirklich nur einmal sage, ja, ich streame und das vielleicht zu einem ganz besonderen Projekt, so ein 24-Stunden-Livestream oder so, alles kein Problem. Und darüber hinaus auch noch sporadisch. Es wird extra von sporadischen Sendungen geredet.
So der O-Ton der Landeszentrale in Rheinland-Pfalz. So, da stellt sich jetzt die große Definitionsfrage. Was ist sporadisch? Gilt es noch als sporadisch, wenn ich einmal im Monat oder einmal in der Woche streame? Oder gilt es, keine Ahnung, gilt es erst dann als sporadisch, wenn ich einmal vielleicht im Vierteljahr streame? Das ist eine große Auslegungssache. Und da müsste man explizit darauf hinweisen, dass der Telemedien, dass das Telemediengesetz aus demselben Gesetzbuch ist wie das Gesetz über Fernsehen und Hörfunk. So, und was ist da ein normaler Streamer, der einmal pro Woche oder einmal pro Tag streamt gegen das Fernsehen? Ein Fernsehsender streamt 24 Stunden durchgehend und davon größtenteils sogar auch noch journalistische Sendungen etc. Und das halt wirklich dieses Durchgehende. Es sind permanent Sendungen, es sind permanent Streams und diese werden halt zudem auch noch für einen rein kommerziellen Inhalt gemacht und dagegen ist ein Streamer, der, ich sag mal, einmal den Tag streamt für 4 Stunden oder so oder einmal die Woche für 8 oder 10 Stunden. Und das sind ja gewöhnliche Werte. Ist das ja nicht mal annähernd davon, der Teil. Und das ist, würde ich zumindest im Verhältnis, als absolut sporadisch ansehen. Wobei das der Punkt ist, wo ich an meiner eigenen Argumentation, sage ich mal, noch am ehesten zweifle. Da würde ich sagen, dass es am ehesten so ausgelegt werden kann, dass eine Regelmäßigkeit, egal wie häufig sie ist, nicht mehr sporadisch gilt. Ist eine Befürchtung, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Das müsste man dann wieder in einem Gerichtsprozess beurteilen. Für mich selbst ist es nicht so. Für mich selbst ist einmal pro Woche oder ein kurzer pro Tag durchaus sporadisch, weil im Verhältnis zu den normalen Telemedien, zu den normalen Medien, einfach die Relation absolut minimal ist. So. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und das ist das Thema Video on Demand. So. Nicht nur, weil ich auch gelesen habe, dass ein paar Leute dann geschrieben haben, es waren nicht so viele wie bei den Streamern, aber ein paar Leute haben es auch geschrieben, dass YouTuber dementsprechend auch verboten sind. Nein, das stimmt nicht, denn das ist immer noch, es ist ganz klar geregelt, dass Videoinhalte, die auf Abruf freigeschaltet werden, also YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, etc., aber halt vor allem YouTube, nicht zulassungspflichtig sind und es sich nicht um eine Rundfunkveranstaltung handelt. So. Und klar, das ist nicht das Thema gewesen, aber das wollte ich einmal ansprechen und kombinieren, denn die Medienzentralen selbst sprechen von einem schmalen Grat bei der Kombination beider Inhalte. So ist es ja in der Praxis so, wenn ich es eingestellt habe, dass ich einen Twitch-Stream mache und dieser danach auf Abruf auf Twitch gespeichert wird. Das Ganze wird jetzt nochmal verstärkt, dadurch, dass ich auf Twitch Videos hochladen kann, wie halt auf YouTube. So, und genau damit handelt es sich ja um die Kombination eines Video-on-Demand-Angebotes mit einem Livestream, also einem, ich sag mal, Fernsehen-Angebot. Und da sprechen die Landeszentralen selbst davon,
dass es keine Faustregel gibt, keine Faustformel, keine, ne? Wie dies zu bewerten ist. Und wenn selbst das Gesetz keine, also schon eine, ja, ich sag mal, Problematik dahinter sieht, kann eine einzelne Gesetzgebung oder Einzelfallprüfung das noch problematischer erst bewerten. Alter, jetzt wird's aber teuer. Und da sehe ich die größten juristischen Probleme, dass es sobald jemand diese Kombination sieht, und das ist bei vielen Leuten und vor allem natürlich auch die größeren, also ich kenne, glaube ich, mir würde jetzt kein großer Streamer einfallen, der nicht seine Videos noch zusätzlich nachträglich speichert auf Twitch, die man dann aufrufen kann. Würde mir jetzt gerade keiner einfallen. Es ist halt die gängige Praxis. Und es wird spätestens daran scheitern. Wenn es nicht daran gescheitert ist, dass es ein redaktioneller Inhalt ist. Wenn es nicht daran gescheitert ist, dass es sporadisch ist. Sage ich spätestens daran scheitern, dass diese Kombination Video on Demand und Livestream schon vom Gesetz her in einer halben Klammer ausklammert wird und in der Einzelfallprüfung, die es halt noch komplizierter ist. Ja. Und deswegen finde ich es zum einen vollkommen übertrieben, wie dieses Thema dramatisiert wird, dass gesagt wird, jeder Streamer ist jetzt illegal, das Ganze ist eine komplette Sackgasse, niemand kann mehr streamen, denn das ist für mich eindeutig nicht so festgelegt in diesem Gesetz, und das ist auch für mich viel schwieriger für die Gesetzgebung, für die Legislative und die Judikative zu erreichen. Sodass es in der Praxis, und das kann man sich an historischen Beispielen, vor allem im Kommunikationsbereich, angucken, wird es da nicht zu einer radikalen Einschneidung kommen. Es wird vielleicht so sein, dass extreme Angebote wie der Pizmeet 24 Stunden durchgängige Livestream, dass dieser Rundfunk zulässig wird. Aber das Gros der Streamer wird weiterhin ohne Zulassung, ohne Einschränkung streamen können. Denn Pizmeet, der einen 24 Stunden Livestream betreibt, ist natürlich das absolute Extrembeispiel zum Streamer, sag ich mal, zum 0815 Streamer, der einfach nur, keine Ahnung, seine 200 Follower auf Stream hat, dreimal die Woche Stream für 6 Stunden und das war's. Bisschen Spaß dabei hat, nichts Besonderes, keine große kommerzielle Ausrichtung. Das ist halt, da werden ja nicht Äpfel mit Birnen, es sind eher Äpfel mit Apfelkernen verglichen. Weil halt das eine sehr nah an die Definition im Rundfunkvertrag rankommt und der normale durchschnittliche Streamer ganz, ganz weit davon entfernt ist. Dass man halt wirklich sagen kann, wenn es jemals zu einem Urteil zugunsten der Medienzentralen kommt, wird dieses vor allem nicht alle User betreffen, und bei den größeren wird es immer wieder zu einer Einzelfallprüfung kommen, und in der Praxis wird es kein, sag ich jetzt einfach, wird es keinen großen
Schaden, nenne ich ihn jetzt einfach mal, anrichten. Na. Ja, das war alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Wir sind nicht am Ziel angekommen. Wir haben hier noch 330 Kilometer vor uns. Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Das ganze Thema ist viel zu überdramatisiert. Klar, es ist ein gewisses Risiko. Dadurch, dass das jetzt thematisiert wird, aber ich halte dieses Risiko für so verschwindend gering, dass ich das für quasi nicht praxisrelevant halte. Ja, die Quellen werde ich verlinken, wenn ich dran denke, auf jeden Fall. Alternativ, gibt einfach im Internet ein lmk-online.de. Das ist die Internetseite der Landeszentrale für Medienkommunikation in Rheinland-Pfalz. Wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, du beziehst dich ja nur auf Rheinland-Pfalz. Ja, habe ich zum größten Teil. Aber das ist irrelevant, da es sich hierbei um einen Auszug aus dem Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien handelt und dieser ist bundesweit. Das heißt, wir haben einfach nur in der Landesanstalt für Medien in Rheinland-Pfalz, finde ich, von allen Landesanstalten die beste Aufbereitung. Also das ist, wenn ich mir zum Beispiel die Anstalt von Nordrhein-Westfalen angucke, auf dieser kann man die Regelung nachlesen. Es ist aber, ja, absolut beschissen zu finden, geschrieben, etc. Und auf der Seite von Rheinland-Pfalz fand ich es einfach am übersichtlichsten. Deswegen habe ich das als mein Hauptbeispiel, als meine Hauptquelle genutzt. Aber wie gesagt, es ist ein und dieselbe Gesetzesgrundlage und ja, richtig. Ja. Abschließend möchte ich sagen, korrigiert mich, falls ich irgendwelche gravierenden juristischen Fehler gemacht habe. Nicht bei Deutung, weil eine Deutung kann ich zwar auch falsch gemacht haben, aber ich sag mal, im größten Teil ist es halt eine persönliche Deutung oder Vermutung, wie es passieren könnte. Und das ist wie eine Analyse. Sie kann in der Regel eigentlich nicht falsch sein. Klar, wenn ich jetzt irgendein Gesetz komplett falsch gedeutet habe, so begrifflichkeitenmäßig hier, dann klar, immer her damit. Ich lasse mich gerne belehren. Und ansonsten eine schöne sachliche Diskussion, bitte immer sachlich bleiben. Konstruktiv ist vielleicht gar nicht so notwendig, weil kaum einer von uns ist vielleicht in der Judikative oder Legislative und könnte das Gesetz ändern oder auslegen. Aber auf jeden Fall sachlich und erstmal abwarten. In den nächsten 10 Jahren wird nichts passieren. Bis dahin gibt's Keks und Kakao. Gehabt euch wohl. Das war's gar nicht. Bis dahin und ich fahre jetzt noch nach Odensee. Bis dahin und ciao.